Ja, wir sind hier bei der Regionalkonferenz in Reda-Wiedenbrück und dort ist der Auftakt, oder hier ist der Auftakt zur Tarifrunde 2013 in NRW. Ja, gefordert wird 5,5%. Stehen wir voll dahinter von Seiten des Betriebsrates, stehen wir dahinter von Seiten der Vertrauenskörper und ich persönlich stehe sehr dahinter. Ich persönlich sage einfach, wir brauchen das Geld zum Leben, alles wird teurer. Vorher schon, bevor eine Tarifrunde anläuft, ich sehe es bei uns an den Kolleginnen und Kollegen, die am Stöhnen sind, die Mieten steigen, die Preise an den Benzinsäulen steigen täglich. Wenn ich weiterhin gucke, der Winter war hart, die Energiepreise sind immens gestiegen, es kann sich kaum noch einer leisten, voll zu heizen. Die Kinder in den Schulen, in den Apotheken, die ganzen Sozialleistungen, alles diese versteckten Steuern, alles ist gestiegen und wir sollen verzichten. Geht nicht. Ich kann lebendig selber aus meiner Familie Beispiel geben, wenn die Stromkosten um 10% erhöht werden, das ist bei meinem Familienverhältnis ein Betrag von 400 Euro vielleicht im Jahr, nur allein Stromkosten. Aber das hat ja Kettenreaktion auf viele andere Sachen, Lebensunterhaltungskosten. Wenn alleine zum Beispiel das Fladenbrot von 1 Euro auf 20 geht, das ist eine 20%ige Steigerung. Und da 5,5, da ist nichts dagegen. Und das kann man ja auf alle anderen Güter jetzt umrechnen. Also 5,5 auf jeden Fall gerechtfertigt. Erstmal die 5,5% brauchen wir natürlich, um die Binnennachfrage wieder anzukurbeln. Denn letztendlich, wir sind diejenigen, die hier die Wirtschaft halten und kein anderer. Und davon profitiert nicht nur Deutschland, davon profitiert auch letztendlich Europa. Denn letztendlich leidet auch Europa von der Billiglohn Deutschland, so krass es auch klingt. Aber wenn man dann wirklich andere Länder fragt, wir sind teilweise im Ausland sehr, sehr günstig. Das ist natürlich die hohe Exportquote, die wir in Deutschland haben, zu Lasten aber auch der Binnennachfrage, weil uns letztendlich uns persönlich allen das Geld in der Tasche fehlt. Ich kann nur jeden raten, der bis jetzt noch nicht organisiert ist, seinen Arsch zu bewegen, Betriebsräte, Vertrauensleute ansprechen, wo kriege ich so einen Schein her, wo muss ich unterschreiben, was muss ich tun, damit ich Mitglied in dieser Gemeinschaft werden kann und Mitglied in der IG Metall, hoffentlich bald. Das rate ich denen.